bringen die Aufmerksamkeit zum Ein- und Ausatmen des Körpers. Wir müssen gar nicht einen speziellen Punkt anvisieren. Verwenden das ganze Atemerleben, unseren Geist in den Körper, in den gegenwärtigen Moment hineinzuholen. Den Geist im Körper einen Aufenthaltsort, einen Rahmen zu geben. Indem er sich ganz dem Erleben der Gegenwart widmen kann. Wenn ihr euren Geist dabei unterstützen wollt, könnt ihr ihm wie immer wieder ganz freundlich vorschlagen, zufrieden im Körper, zufrieden mit jetzt.
wenn der Geist sich im Körper in der Gegenwart niederzulassen beginnt, können wir auf die Erleichterung achten, die dadurch entstanden ist, dass wir die ganze Welt der sinnlichen Verstrickungen, diese ganze Daseinsebene einmal hinter uns gelassen haben.
ob wir jetzt auf der Sinnlichkeits- oder der Rupa-Ebene unterwegs sind oder irgendwo dazwischen und hin und her. Auf jeden Fall können wir Ausschau halten nach Daseins-Episoden, nach diesen Ich bin jemand Gefühlen. Uns nicht davon einlullen lassen, sondern ganz genau hinschauen. Für uns selbst herausfinden, ob dieses Dasein in Körperlichkeit einen festen Halt, einen beständigen Baustein hat. Ob dieses Rieseln und Fließen, Kribbeln uns an allen Sinnesorganen begegnende Körperlichkeitsgeflimmer doch einfach unbeständig ist.
Wer nicht mehr gut sitzen kann, kann gerne achtsam aufstehen und im Stehen weiter meditieren.